Herr Volle, Sie sind der Erfinder der OptiPrep-Instrumente, beziehungsweise von NTI werden sie hergestellt und laufen dort unter dem Namen Easy Champer. Was ist das Besondere an den OptiPrep-Instrumenten? Das Besondere ist die Teilbelegung der Instrumentenspitze. Von gewöhnlichen Torpedos ist man ja gewohnt, dass sie durchbelegt sind. Und wenn sie eine Durchbelegung haben mit belegter Spitze vorne, dann schleift ihnen das Instrument bis zur Werkzeugmitte eine Hohlkehle. Wenn sie aber über die Werkzeugmitte rauskommen, haben sie fast zwangsläufig so eine Dachrinne drin, die kein Mensch brauchen kann. Und deshalb durch diese Teilbelegung erreicht man, dass sie im Prinzip nicht mehr in den Bereich reinschleifen können, in dem sie die Dachrinne erzeugen. Und das ist dann auch diese Führung, die angesprochen wurde gerade. Und mit der kann man sich ganz taktil in Zahnreihen vorarbeiten. Und es ist immer gewährleistet, dass da eine Hohlkehle rauskommt, weil der Bohrer nichts anderes drauf hat. Der kann nur Hohlkehle. Das heißt, es ist im Grunde schon eine Sicherheit eingebaut, dass ich gar nicht Gefahr laufe, eine gefürchtete Dachrinne zu präparieren, die ja dann zu Problemen mit der Kronenpassung etc. führt. Genau, weil es ist, Problem war bisher immer diese aktive Instrumentenspitze. Und da war mein Gedanke, was kann man tun? Ja, wenn man ein Problem hat, versucht man es aus dem Spiel zu nehmen. Das habe ich gemacht, indem ich sie einfach nicht belegt habe. Und that's it, hat wunderbar funktioniert. Wir haben gerade gesehen, unser Testzahnarzt Oliver hat sozusagen ohne Vorübung direkt losgelegt. Ist das eine Erfahrung, die Sie regelmäßig machen, wenn Sie Zahnärzte zum ersten Mal mit Ihren Instrumenten arbeiten lassen? Ja, eigentlich schon. Es ist nur ab und an ein bisschen das Problem, dass man den Kunden dazu kriegt, dahin zu schleifen, wo es vorher wehgetan hat. Da hat er im Kopf abgespeichert, da darf ich nicht hin, da mache ich mir alles wieder kaputt. Und genau da muss man mit den Optis hin, weil da geben die erst richtig Gas, da fangen sie erst richtig an, Spaß zu machen. Sich überraschen lassen. Und wie gesagt, auch minimal, also nicht wirklich weit. So. Ja. Und jetzt spürst du eigentlich, dass du eine Führung hast. Diese Abstützung in der Hohlkehle, die ist permanent da, mit der kann man auch arbeiten. Und die sorgt dafür, dass jemand ein perfektes Ergebnis hat. Das ist mega angenehm, witzig. Ja. Echt gut, ja? Mhm. Fein. Wie war denn jetzt die Erfahrung, das erste Mal mit einem OptiPrep bzw. Easy Champer Instrumente? Ich muss ehrlich sagen, es war wirklich einfach und viel einfacher als gedacht. Vor allem ist es wirklich eine Führung. Es gibt eine Führung quasi bei der Präparation und das kenne ich so jetzt nicht, aber es ist wirklich fantastisch. Also muss ganz ehrlich sagen, bin wirklich positiv überrascht. Super. Das war der Plan. Ja, schönes Ergebnis. Das ja, wirklich. Absolut, ja. Fein. Also ins kalte Wasser gesprungen und sofort sicher gefühlt. Definitiv, muss ich sagen, ja. Herr Volle, wir haben jetzt gesehen, die Hohlkehlpräparation mit OptiPrep, kein Problem, Sicherheit eingebaut. Gibt es denn für andere Präparationsindikationen noch weitere Instrumente in Ihrem Portfolio? Eigentlich decken die Optis sämtliche Präparationsformen, die man in der täglichen Praxis hat, ab. Also es gibt Instrumente für die Hohlkehlpräparation, wie wir sie eben gesehen haben. Dann gibt es Inlay-Präparationsinstrumente, es gibt Stufen-Präparationsinstrumente für Kavitätenpräparation. Wie gesagt, es ist alles da. Man kann sich, wenn man möchte, auch gerne informieren auf unserer Homepage www.optiprep. Da sind dann auch ein paar Action-Videos, sage ich mal, mit drin. Und ansonsten für Fragen jederzeit an mich wenden. Okay, danke. Herr Bakers, wir haben hier an Ihrem NTI-Stand gerade Instrumente Easy Champer/OptiPrep in Aktion gesehen. Welches Verhältnis hat das Unternehmen NTI zu diamantierten Instrumenten? Naja, ich würde sagen, dass wir ein absoluter Experte in Diamantinstrumenten sind, was Diamantschleifer angeht. Wir haben innovative Systeme, wie wir die Diamanten an den Schaft bringen, warum sie dann die entsprechende Standzeit hat, warum die Diamanten vordefinierte Spanräume haben zwischen untereinander. Sie sind einfach nicht einfach so galvanisiert und dadurch haben sie einen perfekten Abtrag des Schleifguts. Der Claim, wir sind die Diamantexperten, der ist wirklich nicht aus der Luft gegriffen.